August Friedrich Herzog zu Sussex, 1786 bis 1790, Prinzenstraße 2. August Frederick, Duke of Sussex. August Friedrich, Herzog von Sussex, geboren am 27. Januar 1773 im Buckingham Palace, London, gestorben am 21. April 1843 im Kensington Palace, London, war der sechste Sohn von König Georg III. Von Großbritannien und Irland und Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz. Leben. Am 4. April 1793 heiratete er die Tochter des schottischen Adeligen John Moray, dem 4. Earl of Dunmore, Lady Augusta Moray, 1762 bis 1830, ohne Wissen beider Eltern. Sein ehemaliger Kommilitone an der Universität Göttingen, Ernst Friedrich Herbert zu Münster, holte die beiden im Auftrag des englischen Hofs von Rom nach London. Obgleich die Ehe im folgenden Jahr annulliert wurde, lebten beide noch bis 1801 zusammen. Die Kinder aus dieser Ehe, deren Stammname d'Este wurde, waren Augustus Frederick d'Este, geboren am 13. Januar 1794 in Essex, verstorben am 28. Dezember 1858 in Kensington Gore, Auguste Emma d'Este, später Lady Truro, geboren am 11. August 1801 in London, verstorben am 21. Mai 1866 eben da, verheiratet mit Thomas Wilde, dem ersten Baron von Truro. 1794 wurde er erneut außer Landes gesandt, und zwar unter Begleitung durch Münster nach Italien, wo beide für die nächsten 5 Jahre an wechselnden Orten Kunst und Kultur des Landes studierten, aber auch an den Höfen Italiens Beziehungen pflegten. 1801 wurde er zum Herzog von Sussex und Earl of Inverness ernannt. 1813 wurde er zum ersten Großmeister der United Grand Lodge auf England gewählt. Dieses Amt hatte er bis zu seinem Tod 1843 inne. Von 1830 bis 1838 war er Präsident der Royal Society in London. Im Jahr 1830 ernannte ihn die Bayerische Akademie der Wissenschaften zu ihrem Ehrenmitglied. Auf Vorschlag von Alexander von Humboldt ließ er ab 1836 weltweit geomagnetische Stationen errichten. Nach Augustas Tod heiratete er am 2. Mai 1831 in zweiter Ehe Lady Cecilia Buggin, 1793 bis 1873, die später zur Herzogin von Inverness erhoben wurde.